Wenn du wie ich bist, arbeitest du hart, zahlst Steuern und versuchst die Gesetze des Landes zu respektieren. Aber nur weil du niemandem sein Auto, seine Kleider oder sein Haus stehlen würdest, heißt das noch lange nicht, dass deine eigene Regierung dich mit der gleichen Höflichkeit behandeln würde. Ach, du glaubst mir nicht. Dann schau weiter, um herauszufinden, wie Regierungen auf der ganzen Welt dir praktisch alles nehmen können und werden, was du besitzt. Und ein paar wirklich unglaubliche historische Beispiele, die das beweisen. Schuldig bis zum Beweis der Unschuld. Es gibt eine alte Regel, nach der viele Länder ihre Gesetze durchsetzen. Wenn du eines Verbrechens beschuldigt wirst, bist du unschuldig, bis deine Schuld bewiesen ist. Aber diese Regel wird nicht immer befolgt. Und manchmal ist die Regierung selbst schuld. Stell dir vor, du fährst eines Tages gemütlich die Straße entlang und plötzlich hält dich die Polizei an und fragt, ob du viel Geld im Auto hast. Würdest du dir Sorgen machen? Vielleicht sogar misstrauisch sein? Denn das solltest du. Die Polizisten fragen dich vielleicht nur, um dir das Geld abzunehmen. Civil Asset Forfeiture ist ein Gesetz in den Vereinigten Staaten, das der Polizei die Befugnis gibt, alle deine Besitztümer zu beschlagnahmen. Hä? Sie müssen nur behaupten, dass dein Besitz mit einer Straftat in Verbindung steht und dafür brauchen sie keine Beweise. Das Gesetz wurde eingeführt, damit die Polizei Gegenstände, die im Verdacht stehen, mit einer Straftat in Verbindung zu stehen, schnell beschlagnahmen kann, ohne darauf warten zu müssen, dass der Besitzer vor Gericht gestellt und für schuldig befunden wird. Um dies zu erreichen, werden sowohl der Gegenstand als auch sein Besitzer gesondert wegen der Straftat angeklagt. Das klingt seltsam, ist aber im Prinzip sinnvoll. Das bedeutet aber auch, dass die Polizei nur den Gegenstand beschlagnahmen und mitnehmen kann, ohne den Eigentümer zu beschuldigen. Das heißt, wenn sie dich anhalten und etwas sehen, das ihnen gefällt, können sie es einkassieren, auch wenn du nichts verbrochen hast. Aber wenn der Fall vor Gericht kommt, muss der Besitzer beweisen, dass er unschuldig ist, dass er also wirklich an einer Straftat beteiligt war. Das hat schon zu einigen verrückten Gerichtsfällen geführt. Zum Beispiel der Staat gegen eine goldene Hahnstatue, 50.000 Schachteln Knallbonbons und sogar ein ganzes Skelett eines Tyrannosaurus Bataar. Wow, gute Arbeit, Sheriff. Wir können heute Nacht ruhig schlafen, weil wir wissen, dass keine untoten Dinos durch die Straßen streifen. Ich habe einen viel besseren Grund für dich, ruhig zu schlafen. Ich lade jeden zweiten Tag super interessante Faktenvideos hoch und alles, was du tun musst, ist den Like- und Abonnieren-Button zu drücken, damit du nichts verpasst. Aber zurück zum Video. Sicher, manche Fälle von Beschlagnahmungen scheinen ziemlich albern zu sein, aber leider sind die meisten weitaus beunruhigender. Und die Gerichte entscheiden fast immer zugunsten der Polizisten. Zwischen 2001 und 2014 beschlagnahmte die US-Polizei in fast 62.000 Fällen Bargeld im Wert von 2,5 Milliarden Dollar. Und ein Teil davon war zweifellos Schwarzgeld, aber nicht alles. In Chicago scheint die Polizei alles zu nehmen, was sie in die schmutzigen Hände bekommt. Zum Beispiel einen Kassenbon über läppische 34 Cent, einen Xbox-Controller und 12 Dosen Erbsen, weil 11 nicht gereicht haben. Ich mache keine Witze, all diese Dinge wurden tatsächlich von der Polizei beschlagnahmt. Und denk daran, der Gegenstand wird in einer Straftat verdächtigt, nicht der Besitzer. Welches Verbrechen könnten 12 Dosen Erbsen begehen? Aber mir wäre es lieber, sie würden ein paar Erbsen klauen als mein Auto. Aber weißt du was? Die Polizei in Chicago hat auch den Rolls-Royce Phantom eines Mannes geklaut und der war stolze 200.000 Dollar wert. Ich glaube nicht wirklich, dass das ein Verbrechen war. Ich wette, der Polizist wollte nur eine Spritztour in einem Luxusauto machen. Aber dürfen die Polizisten die Sachen behalten? Sie werden doch beschlagnahmt, oder? Tja, wenn die Strafverfolgungsbehörden den Fall gewinnen, dürfen die Polizisten in mehr als der Hälfte der US-Bundesstaaten die Waren weiterverkaufen und den gesamten Gewinn behalten. Richtig, potenziell unschuldigen Menschen wird ihr Eigentum gestohlen, um die Gehälter der Beamten aufzubessern und die Defizite der Polizeihaushalte auszugleichen. Je mehr sie beschlagnahmen, desto mehr verdienen sie. Und das ist noch nicht einmal das Schlimmste. Diese korrupten Polizisten wurden dabei erwischt, wie sie das Geld der Menschen auf noch schlimmere Weise ausgaben. Der Bezirksstaatsanwalt von Montgomery County, Maryland, kaufte mit dem beschlagnahmten Geld eine Margarita-Maschine, um einen Cocktailwettbewerb auf der Bezirksmesse zu gewinnen.
In Texas ging der Bezirksstaatsanwalt von Kimball County noch einen Schritt weiter. Er schickte mit dem Geld die gesamte Belegschaft, deren Ehepartner und den Bezirksrichter in den Urlaub nach Hawaii. Ach Mann, wenn man den Richter auf seiner Seite hat, ist Pfändung so einfach, wie einem Baby Süßigkeiten zu klauen. Und das im wahrsten Sinne, solange die Polizei behauptet, dass die Süßigkeiten mit irgendeiner Straftat zu tun haben. Doch der deutlichste Beweis für den weit verbreiteten Diebstahl durch Polizei findet sich leider in den Profilen der Opfer. In Philadelphia, Pennsylvania, betrafen 67% aller Beschlagnahmungen People of Color. Und das, obwohl sie nur 43% der Stadtbevölkerung ausmachen. Und obwohl in 3/4 dieser Fälle kein Fehlverhalten festgestellt werden konnte, behielt die Polizei die meisten Gegenstände trotzdem. Und diese Art von Racial Profiling ist nicht auf Pennsylvania beschränkt. Im Jahr 2007 fuhr Ron Henderson, ein Latino, mit seiner Freundin Jennifer und ihren beiden Söhnen auf der US Route 59, um seine Familie in Linden, Texas zu besuchen. Sie hatten ein Bündel Bargeld dabei, mit dem sie sich am Zielort einen Gebrauchtwagen kaufen wollten, doch dazu kam es nie. Kurz vor der Kleinstadt Tenaha wurde Ron wegen eines kleinen Verkehrsvergehens angehalten und weißt du was? Es gibt keinen Beweis dafür, dass dieser Verstoß überhaupt stattgefunden hat. Die Beamten durchsuchten das Auto und fanden das Bargeld, bevor sie Ron verdächtigten, das Geld mit schmutzigen Geschäften verdient zu haben, obwohl er ein Alibi hatte. Als sie auf der Wache ankamen, sagten ihnen die Polizisten, dass sie zwei Möglichkeiten hätten. Entweder sie würden wegen Geldwäsche und Kindesgefährdung verhaftet werden und ins Gefängnis kommen und riskieren, dass ihre Kinder in Pflegefamilien kommen, oder sie würden das Geld im Tenaha County übergeben und ihre Reise fortsetzen. Ja, das ist buchstäblich Erpressung. Ron und Jennifer taten das Einzige, was sie für möglich hielten. Sie übergaben all ihre Ersparnisse, für die sie so hart gearbeitet hatten. Verdammt! Und das ist bei weitem nicht der einzige Fall in Tenaha. In nur 2 Jahren zwischen 2006 und 2008 gab es mehr als 140 Zwangsvollstreckungen in und um die Kleinstadt. Dabei handelte es sich nicht nur um kleine Fische. Insgesamt nahmen die Beamten vor Ort kolossale 3 Millionen Dollar in Bar und alle möglichen anderen Besitztümer ein. Die meisten Opfer waren People of Color und das Ganze war völlig legal. Schlimmer noch, die Anwaltskosten sind so hoch, dass die meisten Menschen gezwungen sind, ihr Geld und ihren Besitz einfach dazulassen. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus dem großen Ganzen und es passiert überall in den USA. Ich unterstütze die Polizei natürlich nicht in dieser Sache, aber ich würde gerne deine Meinung hören. Also schreib es mir in die Kommentare. Plündernde Politik. Steuern gehören wohl oder übel zum Leben. Wenn man alt genug ist, sie zu zahlen, kann man sich wenigstens damit trösten, dass ein Teil der Steuergelder in öffentliche Dienstleistungen fließt, von denen man profitiert. Leider haben die Bürger der Republik Tschetschenien, einer halb selbstverwalteten Region Russlands, nicht die gleiche Garantie. Sie zahlen zwar, wie wir alle, eine monatliche Steuer, aber direkt in einen unkontrollierten öffentlichen Fonds, der vom Oberhaupt der Tschetschenischen Republik, Ramzan Kadyrov, kontrolliert wird. Und er hat einige fragwürdige Einkaufsgewohnheiten. Zum Beispiel kaufte er damit 16 Harley-Davidson Motorräder für eine gewaltige Biker-Gang namens die Nachtwölfe, der er zufällig angehört. Legitim. Je nach Job zahlen die einen 10% ihres Lohns in den Fonds ein, die anderen verlieren die Hälfte ihres gesamten Gehalts. Und die tschetschenischen Behörden geben nicht einmal zu, dass es diese dubiose Steuer gibt. Stattdessen beharren sie darauf, dass der Fonds aus freiwilligen Spenden gespeist wird. Das ist nicht nur falsch, sondern auch unglaublich dreist, wenn man bedenkt, dass er jährlich bis zu 864 Millionen Dollar einnimmt, rund 2/3 des gesamten tschetschenischen Haushalts. Doch damit nicht genug. Kadyrov nutzte das Geld auch für eine riesige Party, mit der angeblich die Gründung der tschetschenischen Hauptstadt Grozny gefeiert wurde. Praktischerweise fiel die Feier mit seinem 35. Geburtstag zusammen. Wie stehen die Chancen? Zur Feier seines, ich meine, dieses besonderen Tages lud Kadyrov den Kampfsportler Jean-Claude Van Damme und die Geigerin Vanessa May ein, wobei letztere für ihren Auftritt bei der Veranstaltung angeblich 500.000 Dollar erhielt. Und die Schandtaten nehmen kein Ende. Im Jahr 2005 zahlte Kadyrov satte 2 Millionen Dollar für ein Sparring mit dem ehemaligen Schwergewichtsbox-Champion Mike Tyson. Mann, du müsstest mir auch 2 Millionen Dollar zahlen, wenn ich mit Iron Mike in den Ring steigen wollte.
Kadyrov behauptet, der Fonds leiste wohltätige Hilfe für bedürftige Bürger, aber das ist Unsinn. Das ist nur ein Vorwand für den korrupten Politiker, das Geld seines Volkes zu stehlen und damit seinen eigenen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren. Ramzan Kadyrov, er Scamzan Badyrov. Verstehst du? Ach naja, ich geh lieber. Domänenspiele. Es gibt nichts Schöneres, als nach einem langen Tag nach Hause zu kommen und die Füße vor dem Fernseher hochzulegen. Im Jahr 2005 wurde den Bewohnern von New London, Connecticut, dieses Vergnügen jäh genommen, als die Regierung kam und ihre Häuser stahl. Okay, sie haben ihre Häuser nicht wörtlich genommen und mitgenommen, aber sie hätten es genauso gut tun können. Denn sie handelten auf der Grundlage eines Gesetzes, das sich Eminent Domain nennt. Das ist ein Gesetz, das es dem Staat erlaubt, Privateigentum in Besitz zu nehmen und für öffentliche Zwecke umzuwandeln. Ja, das gibt es überall auf der Welt. Wenn die Regierung neue Straßen oder öffentliche Einrichtungen bauen will und dein Haus steht im Weg, kann sie es beschlagnahmen, abreißen und an seiner Stelle bauen, was sie will. Im Ernst, fairerweise muss man dazu sagen, dass sie den Hausbesitzer normalerweise bezahlen müssen, aber im Fall in New London war es anders. Der oberste Gerichtshof der USA hat entschieden, dass nicht ein Haus, nicht zwei Häuser, sondern das ganze Viertel Fort Trumbull in New London abgerissen werden darf. Alles nur, damit der Pharma-Riese Pfizer das Land nutzen kann. Moment mal, ein Pharmakonzern ist doch keine öffentliche Einrichtung. Nein, ist sie nicht, aber die Regierung argumentierte, dass es neue Arbeitsplätze schaffen würde und deshalb im öffentlichen Interesse sei. Richtig, kein Wunder, dass es einen Aufschrei gab. Genützt hat es nichts, der Stadtteil wurde zerstört. Und um Salz in die Wunde zu streuen, Pfizer hat es nicht einmal genutzt. Das Gelände steht bis heute leer und verwahrlost. Zwar wurden die Menschen, die dort lebten, entschädigt, aber entschuldigt das diesen eklatanten Machtmissbrauch? Die Regierung hat den Menschen buchstäblich ihre Häuser gestohlen, sie abgerissen, ihnen dann ein bisschen Geld hingeworfen und so getan, als sei alles in Ordnung. Dabei hat sie nicht mal was mit dem Land gemacht. Zum Glück haben viele US-Bundesstaaten nach diesem umstrittenen Fall ihre Enteignungsgesetze verschärft, sodass so etwas nicht mehr passieren kann. Trotzdem sind Enteignungen auch heute noch ein Problem und es gibt immer wieder ähnliche Fälle, in denen normale Menschen zugunsten großer Konzerne bedroht werden. Aber wundert es dich wirklich, dass die Regierung die Wirtschaft über die Rechte ihrer Bürger stellt? Ich wünschte, es wäre so. Jade Rush. Ob man es glaubt oder nicht, viele Menschen schreiben Edelsteinen spirituelle Eigenschaften zu. Amethyst soll heilen, Jade Glück und Wohlstand bringen. Zumindest die Regierung von Myanmar muss daran glauben, wenn es um Jade geht. Denn mit dem Abbau und Verkauf des grünen Edelsteins verdient das Land jedes Jahr die astronomische Summe von 31 Milliarden Dollar. Fast die Hälfte der gesamten Staatseinnahmen. Und als eines der ärmsten Länder Asiens ist das ein lebenswichtiges Einkommen für die Menschen dort. Zumindest wäre es das, wenn nicht Regierungsbeamte 80-90% der Jade aus dem Land nach China schmuggeln würden. Eine Gesetzeslücke ausnutzend arbeiten die Beamten mit chinesischen Minengesellschaften zusammen und verdienen viel Geld mit dem Verkauf der Edelsteine ins Ausland. Da die Nachfrage in China höher ist, erzielen sie bessere Preise. Jetzt denkst du vielleicht, aber das ist doch wirklich dasselbe wie Diebstahl. Und ich sage ja, ja, das ist es. Weil Myanmars wichtigstes Gut ins Ausland verkauft wird, muss es im Inland nicht versteuert werden. Das bedeutet, dass das Geld, das eigentlich in die Wirtschaft Myanmars fließen, und den Menschen dort helfen sollte, stattdessen nach China fließt und in die Taschen dieser gierigen myanmarischen Beamten. Sie haben sogar versucht, das zu vertuschen, indem sie unvollständige und ungenaue Daten über die Bergbauunternehmen des Landes veröffentlicht haben. Was für ein Unsinn. Währenddessen riskieren die Jadebergleute eine erschreckend hohe Sterblichkeitsrate aufgrund von Erdrutschen und schlechten Arbeits- und Lebensbedingungen, nur damit die hohen Tiere den Edelstein und die Gewinne für sich stehlen können. Das ist ungerecht. Ja, ich wette, die Bergleute sind dann schon ganz schön müde. Die Scheibe im Glas. Die Kreativität des Staates kennt keine Grenzen, wenn es darum geht, neue Wege zu finden, um einem das Geld durch lächerliche Steuern aus der Tasche zu ziehen. William III., der ehemalige König von England, erfand eine der seltsamsten Methoden. Im Jahr 1690 war das Bankguthaben des Königs etwas knapp. Also beschloss er, eine Steuer zu erheben. Auf Fenster.
Jeder, der weniger als 10 Fenster hatte, musste 2 Schilling pro Haus zahlen, heute etwa 18 Dollar. Und jeder, der mehr als 10 Fenster hatte, musste umgerechnet bis zu 71 Dollar zahlen. Für die damalige Zeit ziemlich fortschrittlich. Je mehr Geld man hatte, desto größer war das Haus und je mehr Fenster man hatte, desto mehr Steuern musste man zahlen. Aber das bedeutete nicht, dass die Menschen damit glücklich waren. Tatsächlich begannen viele Hausbesitzer, ihre Fenster zuzumauern, um die Steuer zu umgehen. Etwas, das man noch heute an vielen alten englischen Häusern sehen kann. Und ich dachte, England wäre schon düster genug. Am härtesten traf die Steuer jedoch die Arbeiter in den Innenstädten. Die bäuerliche Schicht lebte meist in langen, in Wohnungen unterteilten Häusern, den sogenannten Tenements. Durch die Steuer wurden diese jedoch als einziges großes Gebäude betrachtet, was bedeutete, dass die Mieten steigen mussten, um die hohen Steuern auszugleichen. Man stelle sich vor, man mietete ein Zimmer, das nicht einmal ein Fenster hatte und musste trotzdem die Höchstmiete zahlen. Und diese Steuer wurde über 150 Jahre lang erhoben. Sie wurde sogar so normal, dass man munkelt, dass der Begriff Tagediebstahl daherkommt. Die Regierung stahl den Leuten sozusagen das Tageslicht aus den Häusern. Schließlich wurde sie 1851 abgeschafft, aber nur, weil Ärzte sich um die Gesundheit der Menschen sorgten. In Wohnungen mit schlechter Belüftung bestand ein höheres Risiko, sich mit gefährlichen Krankheiten wie Cholera und Pocken anzustecken. Für mich klingt das so, als hätte man die Steuer nur abgeschafft, weil sie sowieso niemand mehr bezahlen konnte. Man sagt, die einzigen zwei Gewissheiten im Leben seien der Tod und die Steuern, aber ich wusste nicht, dass die beiden so miteinander verbunden sind. Peter der Große. Wer ein riesiges Land wie Russland zur Supermacht gemacht hat, die es heute ist, muss ein ziemlich großer Herrscher gewesen sein, oder? Naja, so groß, dass sein Name im Gedächtnis geblieben ist. Peter der Große regierte Russland von 1682 bis 1725 und war verantwortlich für die Modernisierung des Landes. Einige seiner Methoden waren allerdings ziemlich unkonventionell. Peter glaubte nämlich, dass der Schlüssel zum Erfolg Russlands Bärte waren, oder besser gesagt das Fehlen von Bärten. Gesichtsbehaarung war in Europa unpopulär und Peter wollte die russische Gesellschaft an westeuropäische Standards anpassen. Um das zu erreichen, ging er ziemlich wilde Wege. Im Ernst, bei einer seiner Neujahrsfeiern beauftragte Peter einen Hofnarren, mit einem Rasiermesser durch den Saal zu gehen und allen Adligen, die einen Bart trugen, das Gesicht zu rasieren. Wer sich weigerte, dem durfte der Narr auf den Kopf schlagen. Mann, das ist nicht die Art der Kopfschmerzen, mit der ich normalerweise an Silvester aufwache. 1705 begann Peter tatsächlich, Geld für einen Bart zu verlangen. Ja, wenn man 1705 in Russland einen Bart trug, musste man eine jährliche Steuer zahlen, um ihn behalten zu dürfen. Und wenn du nicht zahlen wolltest, dann konnte man sich von einem schönen Kinnbart verabschieden. Die Polizei durfte jeden, der sich weigerte zu zahlen, öffentlich rasieren. Und wer doch zahlte, dem drohte eine Strafe von bis zu 100 Rubel. Genug, um sich 4 edle Gold- und Spitzenmäntel zu kaufen. Die gute Nachricht, alle, die für den Bart bezahlten, bekamen ein cooles Abzeichen, mit dem sie vor ihren Freunden mit nacktem Gesicht angeben konnten. Ja, das ist ein kleines, bärtiges Gesicht drauf. Ich glaube nicht, dass es mehr wert als eine Designergarderobe ist, aber viele Russen würden mir da widersprechen. Denn die russisch-orthodoxen Christen glauben, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, mit Bart und allem drum und dran, und dass es Gotteslästerung wäre, sich zu rasieren. Manche orthodoxe Christen, die es sich nicht leisten konnten, behielten ihren Bart auch nach der Rasur in der Hoffnung, ihn im Jenseits zur Buße verwenden zu können. Das Bartverbot war jedoch nicht das Ende von Peters Umgestaltung Russlands. Er führte auch einen Krieg gegen die traditionelle russische Kleidung und ermutigte die Bürger, ihre langen Mäntel durch Jacken im französischen oder ungarischen Stil zu ersetzen. Und wenn ich sage ermutigen, dann meine ich damit, dass jeder, der auf der Straße in einem altmodischen russischen Kleid erwischt wurde, Gefahr lief, von den Inspektoren des Zaren den unteren Teil des Kleides abgeschnitten zu bekommen. Ja, Peter hatte eine richtige Modepolizei. Man stelle sich vor, die Polizei könnte das heute auch, aber bei all der bürgerlichen Dekadenz würden sie die Kleider wahrscheinlich einfach stehlen. Das heißt aber nicht, dass es für manche auch nicht von Vorteil wäre. Großer Goldraub. Wir Menschen sind einfache Wesen. Wir sehen glänzende Dinge und wir mögen glänzende Dinge. Deshalb lieben wir Gold. Aber ein amerikanischer Präsident liebte Gold so sehr, dass er seinen Bürgern verbot, größere Mengen davon zu besitzen. Und jeden, der es besaß, zwang es an die Regierung abzuliefern. Und weißt du, wer es war?
Nein, nicht Joe Biden. Es war Franklin D. Roosevelt. Er unterzeichnete 1933 eine Executive Order, eine Art Gesetz, das der Präsident ohne Zustimmung des Parlaments erlassen kann. Dieses Gesetz mit dem Namen Executive Order 6102 verbot den privaten Besitz von Gold, aber warum? Nun, die Vereinigten Staaten waren an einem internationalen Währungssystem gebunden, das als Goldstandard bekannt war. Dieser band den Wert des Dollars an eine bestimmte Menge Gold und sollte sicherstellen, dass die Währung ihren Wert behielt. Für etwas mehr als $20, heute inflationsbereinigt $430, konnte man eine Feinunze Gold kaufen, also etwas mehr als eine Standardunze. Ein Dollar war also etwas mehr als ein Zwanzigstel einer Feinunze Gold wert. Damit dieses System funktionierte, musste die Regierung allerdings echtes Gold in ihren Reserven haben und die gelagerte Goldmenge musste 40% der gesamten Geldmenge des Landes entsprechen. Immer noch dabei? Okay. Nun, Anfang der 30er Jahre gab es ein großes Problem. Die US-Wirtschaft war durch den Börsencrash des vorangegangenen Jahrzehnts lahmgelegt. Um sie zu retten, musste tonnenweise Geld gedruckt werden. Dazu brauchte die Regierung aber mehr Gold. Und damit sind wir wieder bei der Executive Order. 1933 wurde das Gesetz erlassen, um alles Gold zurückzufordern. Und die Regierung zahlte den Menschen den festgelegten Wert für das, was sie genommen hatte. Doch die Geschichte hatte kein Happy End. Als Roosevelt das Gold zurückforderte, erhöhte er den Preis auf $35 pro Feinunze. Technisch gesehen wurde die Regierung dadurch viel reicher. Sie konnte nun für jede Feinunze Gold, die sie besaß, fast $15 mehr drucken. Doch das hatte seinen Preis. Der Dollar selbst verlor an Wert. Die Menschen konnten das Gold nicht mehr zu dem Preis zurückkaufen, zu dem sie es an die Regierung verkauft hatten. Die Regierung hatte also nicht nur das Gold gestohlen, sondern auch das Geld entwertet. Außerdem sollte die Verordnung nur so lange gelten, wie die Krise andauerte, aber sie wurde erst 1974 aufgehoben, ganze 41 Jahre später, und du konntest nichts tun, um dich zu schützen. Wer sich weigerte, seine glänzenden Vorräte abzugeben, musste sich mit bis zu 10 Jahren Gefängnis oder einer Geldstrafe von $10.000 rechnen, heute etwa $200.000. So viel zum Land der Freien, oder? Was hältst du davon? War dieser Eingriff in das persönliche Vermögen gerechtfertigt oder ist man viel zu weit gegangen? Sag es mir in den Kommentaren unten. Das ist meine Kiefer! Machen wir eine Zeitreise ins England des 17. Jahrhunderts. Um 1600 wurde der Unterhalt der britischen Marine unglaublich teuer. Nicht an den Ufern, sondern in den Wäldern. Man konnte also nicht einfach eine neue Niederlassung gründen, denn die Marine brauchte Schiffe. Und um Schiffe zu bauen, braucht man verdammt viel Holz. Vor allem Holz, das groß genug ist, um daraus Spiere zu machen. Das ist der lange Teil eines Schiffsmastes. Deshalb waren die meisten geeigneten Bäume in Großbritannien bereits gefällt worden. Die Regierung musste sich also in der Ferne umsehen. Zunächst ging es ins Baltikum, aber das war politisch verräterisches Terrain, denn auch die europäischen Feinde suchten dort nach geeigneten Bäumen. Und es ist ja nicht so, dass es einfach wäre, einen Baum zu stehlen. Man kann nicht einfach mit einem Baum davonlaufen und hoffen, dass es niemand merkt. Aber die Briten hatten gleich einen geheimen Trumpf im Ärmel, ihre Kolonien in Nordamerika. Dort wuchs ein bestimmter Baum, die östliche Weißkiefer, und da die Briten damals Teile Amerikas beherrschten, hatten sie keine lästigen ausländischen Feinde zu fürchten. Östliche Weißkiefern waren hoch, langsam wachsend und vollkommen gerade. Die Augen der Briten müssen geleuchtet haben, als sie sie sahen. Alle geeigneten Bäume wurden sofort mit dem großen Pfeil des Königs markiert, der sie zu seinem Eigentum erklärte. Die Sache hatte nur einen kleinen Haken. Keiner der Bäume gehörte dem König. Sie waren Privateigentum. Die Briten zahlten zwar den eigentlichen Besitzern der Bäume, aber so wenig, dass die Amerikaner anfingen, die Bäume an Frankreich und Spanien zu verkaufen, um mehr Geld zu bekommen. Das gefiel den Briten nicht. Nein, Frankreich und Spanien waren Feinde. Also verhängten sie hohe Geldstrafen von 100 Pfund für jeden, der dabei erwischt wurde. Heute über $21.000. Die Amerikaner waren also gezwungen, das, was ihnen rechtmäßig gehörte, für einen lächerlich symbolischen Preis abzugeben. Verdammt! Zum Glück hat sich der Schiffsbau seitdem weiterentwickelt, sodass man sich keine Sorgen mehr machen muss, dass der korrupte König hinter einem her ist. Nein, die lassen sich heutzutage in Ruhe. Ja, ich glaube, ich gehe dann in meine Hütte im Wald und lebe von der Natur. Dieser gesellschaftliche Unsinn macht mir Kopfschmerzen. Welcher dieser diebischen Autoritäten fandest du am schlimmsten? Lass es mich in den Kommentaren wissen und danke fürs Zuschauen.